Afrika, die Wiege der Menschheit. Ich komme ja viel rum auf der Welt, doch das Buschland hier im Süden des schwarzen Kontinents ist wirklich ein ganz besonderer Ort mit ganz besonderen Tieren. Wow, ganz schön groß, oder? Hallo, jetzt ist Tierzeit. So stellt sich doch jeder von uns eine Safari vor. Man kommt ganz nah ran an die großen Tiere und sieht die Big Five, die fünf eindrucksvollsten Tiere Afrikas. Das Nashorn gehört dazu und auch der Leopard. Das Nashorn ist fast blind und riesengroß. Man findet es also leicht und kann sich relativ nah ranschleichen. Leoparden, naja, die haben Katzenaugen und sind total gut getarnt. Deshalb ist das viel schwieriger. Man braucht also Experten, wenn man sie sehen will. Und deshalb stelle ich Ihnen jetzt eine Organisation vor, die bringt Leute wie Sie und mich nicht nur ganz nah an die Leoparden ran. Man ist nicht nur auf Safari, sondern wird Mitglied eines Forschungsteams. Oh, jetzt kommt das kleine... Die afrikanische Savanne. Für die meisten von uns wohl der typische Lebensraum des Leoparden und in der Tat Heimat für Panthera pardus melanotica, den südafrikanischen Leoparden, eine von insgesamt 8 afrikanischen Unterarten. Wo sie nicht bejagt werden und keine Konkurrenz zu fürchten haben, sind Leoparden auch tagsüber unterwegs. Selbstbewusst, kräftig und doch mit der typischen katzenhaften Geschmeidigkeit und Anmut. Überall dort, wo sie mit Löwen oder Tigern größere Rivalen haben, sind Leoparden in aller Regel heimliche Nachtjäger, die sich nur selten entdecken und beobachten lassen. Diese Heimlichtuerei hat sie allerdings auch so erfolgreich gemacht. Am ehesten entdeckt man sie, wenn sie, wie diese am südafrikanischen Pinda-Reservat, einen Sender für die Forschung tragen. Namibia wäre eigentlich genug Platz, selbst da, wo sich der Mensch mit seinen Farmen breit gemacht hat. Matthias Hammer beschäftigt sich schon sehr lange mit der problematischen Nähe von Menschen und Leoparden. Apropos Leopard, diese Felsen, ja, das ist doch typisches Leopardengebiet, ja? Das ist Leopardenland hier. Puh, sag mal, das hier ist doch Habitat von Leoparden und Geparden. Gleichzeitig ist das Farmland, wie man hier sehen kann. Ja. Heißt das jetzt, dass die Katzen vom Aussterben bedroht sind? Na, ich glaube, gerade das Gegenteil ist der Fall. Unsere Forschung hat uns gezeigt, dass kommerziell genutztes Farmland wie hier ideal für diese beiden Raubtiere ist. Denn es gibt Wild, das die Farmer einsetzen zum Beispiel, und es gibt Wasser, das die Farmer zum Beispiel für ihre Rinder pumpen. Also so simpel, dass man sagt, man lässt die Natur in Ruhe, dann regelt sich das alles von alleine. So einfach ist Artenschutz dann doch nicht. Absolut nicht, es ist gemanagt hier und es gibt keine Löwen, das ist auch noch entscheidend. Denn Löwen machen starke Konkurrenz zu Geparden und Leoparden und wenn es die nicht gibt, dann geht es den beiden Arten gut. Genug Wild als Beute und kein größerer Räuber als Konkurrenz. Das Farmland Namibias könnte also eigentlich ein Paradies für Leoparden und Geparde sein. Wie viele der Tiere es hier tatsächlich gibt, darüber gehen die Meinungen allerdings oft ziemlich hitzig auseinander. Umso wichtiger ist es, dass Forscher gesicherte Zahlen produzieren. Zum Wohle der großen Katzen, die sicher zum Schönsten gehören, was die Natur so hervorgebracht hat. Tja, schön sind sie ja wirklich, aber so langsam möchte ich auch mal eine sehen. Antilopen sind ja auch ganz nett, aber deren wegen bin ich doch nun wirklich nicht hergekommen. Leoparden sind unglaublich starke, muskulöse Tiere. Ihre Lieblingsspeise, das sind Impalas. Und Impala-Antilopen können so 70, 80 Kilo schwer werden. Leoparden haben kaum Probleme damit, so einen 80 Kilo Impala-Bock hoch in den Baum zu ziehen. Also sie klettern rückwärts und ziehen nur mit ihren Zehen diesen 80 Kilo Bock hoch in eine Astgabel, um die Beute vor anderen Räubern zu schützen. Eine unglaubliche Leistung. Mich erinnert das immer so ein bisschen an diese dicken, starken Weltmeistermänner, die Seile im Mund haben und damit ganze Eisenbahnwaggons ziehen.
Naja, aber ein Leopard, der hat das wahrscheinlich noch besser drauf. Giraffen. Ich finde sie ja super. Sie haben die größten Augen aller Landsäugetiere und wimpern wie Sophia Loren. Überraschenderweise haben sie auch nicht mehr Halswirbel als ich. Es sind genau 7. Die Giraffen sind so groß und stark, da traut sich noch nicht mal ein ausgewachsener Leopard dran. Es sei denn, er würde ein Giraffenbaby ins Auge gefasst haben. Die beiden haben aber eine Sache gemeinsam. Sowohl Giraffen als auch Leoparden haben ein getupftes Fell. Und das ist hier in der Savanne, im Spiel von Licht und Schatten, eine ganz prima Tarnung. Und dann gibt's noch eine Sache, wenn Sie mal in die Situation kommen sollten, einen Leoparden zu streicheln, was ich Ihnen wirklich nicht raten würde, dann würden Sie feststellen, dass die Tupfer nicht nur eine Zeichnung auf dem Fell sind, sondern die Haare sind dort auch länger und borstiger. Vielleicht hätte ich mir ja auch irgendeine Tarnung zulegen sollen, dann wären die Giraffen vielleicht nicht so scheu. Naja, Tarntricks und Täuschen, darum geht's im Tierreich ja eigentlich fast immer. Und das gilt auch für Leoparden. Auf einer Farm wurde schon heute Morgen ein Männchen gesichtet. So mögen, das liegt vor allen Dingen an den Löwen. Denn Löwen und Leoparden, die haben ein ziemlich angespanntes Verhältnis. Löwen können echt fies sein. Sie haben nämlich irgendwann gemerkt, dass es viel einfacher ist, anderen Katzen die Beute wegzunehmen, als umständlich selber auf die Jagd zu gehen. Geparden können sich dagegen kaum wehren, gegen dieses Raubrittertum. Aber die Leoparden sind clever. Sie gehen dann samt Beute hoch in den Baum und da sind sie vor den fiesen Löwen halbwegs sicher. Ups, jetzt kommt er runter. Ich glaube, es ist keine gute Idee, hier zu bleiben. Also so ein bisschen am Lagerfeuer kokeln, das ist für mich persönlich auf Expedition ja das Schönste, aber bei Biosphere Expeditions geht es natürlich um was anderes. Ihr macht das ja schon ein paar Jahre, was hat es denn gebracht bisher? Ja, viel über die Jahre hinweg. Also zum Ersten unterstützen wir ja aktiv Wissenschaftler im Feld hier durch Finanzierung und unsere Arbeitskräfte. Die Arbeitskräfte, das sind die freiwilligen Expeditionsteilnehmer. Dann drittens, ganz konkret, haben wir über die Jahre Erfolge erzielt, wie zum Beispiel in Polen einen Wolfsabschuss verhindert, in der Ukraine mitgeholfen, einen Nationalpark zu gründen. Und hier in Namibia versuchen wir herauszufinden, wie viele Leoparden es auf kommerziell genutztem Farmland gibt. Und das ist eine ganz wichtige Basiszahl, die unbekannt ist, aber ohne die man keinen Naturschutz betreiben kann.